Ja, Moritz, du kannst starten. Sehr schön. So, dann versuchen wir es jetzt ein zweites Mal. Ja, nochmal willkommen zum Meerwasserseminar über LED-Beleuchtung, beziehungsweise auch ein bisschen über Beleuchtung im Allgemeinen. Ich muss ja nochmal ganz kurz ein So. Ja, also ich möchte euch ein bisschen heute erzählen über LEDs und LED-Beleuchtung. Und auch wie man sinnvoll LEDs zusammenstellt, was gut ist für unsere Korallen und mit ein paar Vorurteilen der LED-Beleuchtung aufräumen, beziehungsweise auch erklären, wie es eben zu diesen Vorurteilen kam und wie man die halt vermeiden kann, worauf man zu achten hat, was LEDs insgesamt anbelangt und dann auch nochmal ganz speziell eingehen über die Zusammenstellung von LEDs im Bereich von Do-it-yourself, also wie man LED-Lampen selber aufbauen könnte. Kommt ganz klar daher, dass ich mit der, ja, unserem Namen AquaGrow selber ja LED-Lampen konzipiere und aufbaue und da im Laufe der Zeit halt recht viel Informationen bekommen habe. Jetzt ist gerade nur das einzige Problem, dass ich mein Zeichenbrett nicht mehr habe. Moment, ich muss mal ganz kurz hier wieder zum Moderator machen, dass ich aufs Zeichenbrett zugreifen kann. Ja, ich bräuchte irgendwie ein bisschen Moderationsrechte. Hallo? Ah, vielen Dank. So, jetzt können wir auch richtig starten. Ja, ihr seht gerade schon, ein bisschen zu groß das Ganze. Ich liebe es, wenn irgendwas live ist, weil dann merkt man auch erst die richtig schönen Pannen. So, also wir wollen in unserem Aquarium ja eigentlich den Korallen das bieten, was sie in der freien Natur haben, und das ist, sprich, das Tageslicht. Beim Tageslicht, wie wir schon ganz genau sehen, setzt sich zusammen aus einem Bereich, der unten bei 300 Nanometern anfängt. Nanometer ist immer die Wellenlänge, in der wir Licht messen. Und es geht ja eigentlich hoch bis hier knapp zu 750 Nanometern. Der für uns wichtigste Bereich bei der Beleuchtung ist der Bereich ab 700 Nanometer und der geht eigentlich runter bis zu 400 Nanometern, also sprich hier. Das ist das, was wir normalerweise als sichtbares Licht kennen, also das, was unser Auge erkennen kann. Alles unter den 400 Nanometern, der sogenannte UV-Bereich, fängt an beim UVA, UVB, UVC, ist das, was wir nicht wahrnehmen können, was aber beim Sonnenbrand halt die Haut verbrennt zum Beispiel. Und der Infrarotbereich ist der Bereich, der über die 700 Nanometer geht und den wir da auch nicht sonderlich wahrnehmen. Wichtig bei uns bei LED-Beleuchtung beziehungsweise bei Beleuchtung eines Aquariums insgesamt ist der Bereich einmal, den wir normalerweise im 400 Nanometer Bereich haben, bis zu knapp 470 Nanometer, weil da die Chlorophyllbildung sehr, sehr stark ist von den Korallen. Und das ist auch das, was wir normalerweise kennen als das blaue Licht vom Aquarium. Weiterhin ist sehr, sehr wichtig der Bereich im Aquarium Licht von 650 Nanometer ungefähr. 640, 650 Nanometer fängt das an. Und der geht eigentlich hoch bis auf 680 Nanometer. Ein Rotbereich, wo auch noch eine sehr starke Chlorophyll-A und Chlorophyll-B-Bildung da ist. Also das, was unsere Korallen eigentlich als aktives Licht nutzen können. Ein Lichtbereich, der bei den meisten Aquarienlampen mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt wird und auch sehr, sehr schlecht dargeboten wird, ist der Bereich um die 500 Nanometer, also das eigentliche Grünbereich. Viele vernachlässigen den Bereich komplett. Ich meinerseits auch immer gedacht, ja, blau ist wichtig, rot ist ein bisschen wichtig. Der grüne Bereich ist aber der Bereich, der zur Chlorophyll-C- und D-Bildung wichtig ist. Und das ist gerade das Licht, was unsere Fische teilweise brauchen. Also den man auch im Aquarium
zum kleinen Teil mit berücksichtigen sollte. Normalerweise machen wir uns da gar keine Sorgen drum, weil wenn wir eine Aquariumlampe haben, eine Aquariumlampe aufbauen, sind das normalerweise ein Mix zwischen blauen Lampen und weißen Lampen. Weißes Licht setzt sich allerdings in allen Leuchtstoffröhren, in allen LEDs, im HQI, HQL-Bereich bzw. auch im Plasmabereich aus Blau, Grün und Rot zusammen. In dem Sinne haben wir da immer einen gewissen kleinen Teil an Strahlung. Deswegen benutzen wir den, setzen wir den auch nicht gesondert ein, zum Beispiel mit einer grünen Leuchtstoffröhre. Wenn wir uns aber zuerst zu Beginn mal auf die Leuchtmittel zurückgreifen, die wir absolut kennen, nämlich die Leuchtstoffröhren. Allgemein haben wir in unserem Aquarium bisher immer T5-Lampen gehabt, beziehungsweise auch eine Mischung aus HQI oder HQL-Beleuchtung in Verbindung mit T5-Lampen. Da habe ich mich an der ATI-Webseite ein bisschen bedient und mal deren Spektrum von verschiedenen Leuchtstoffröhren mir angesehen und auch geguckt, wie sich eigentlich die zusammensetzen. Normalerweise, wenn wir eine Beleuchtung uns zusammenstellen und jetzt mal ganz, ganz klassisch die T5-Beleuchtung uns zusammenstellen, dann nehmen wir normalerweise ja eine Lampe, wie jetzt zum Beispiel hier oben, die Coral Plus, und verbinden die mit einer, ja, was soll ich sagen, mit einer Arctic-Lampe zum Beispiel oder auch mit einer Blue Plus oder wenn wir auch wollen, die Blue Special. An den drei Lampen sieht man aber jetzt schon mal direkt von Anfang an, dass neben der Jörg hört nichts. Ja, am besten mal Boxen einschalten. ich hoffe, das ist jetzt kein allgemeines Problem. Auf jeden Fall, wenn wir uns die Leuchtstoffröhre der Coral Plus einmal angucken, dann sehen wir hier schon direkt, ich mache es mal ganz kurz für euch ein bisschen größer, dann sehen wir ja auch hier schon, dass wir ein sehr, sehr hohes blaues Spektrum haben. Mit einem Hauptpeak kann man davon ausgehen, der um die 430 Nanometer ungefähr liegt, die 430, 440. Aber wir sehen auch hier, dass diese Lampe einen sehr hohen Peak auf den 540 Nanometer hat, so wie hier im Bereich von 620 Nanometer ungefähr, also sprich im orange-roten Bereich. Dieses Licht erscheint für uns dann als ein sehr, sehr weißliches Licht mit einem hohen Blauanteil, den wir mit dem Auge nicht wahrnehmen, da dieser grüne Bereich unser Auge überlagert. Die Augen sind da sehr, sehr empfindlich wegen. Wenn wir uns dagegen die Arktik einmal angucken und wie wir hier schon an diesem Peak sehen, haben wir hier einen sehr, sehr hohen Peak. Bitte nicht auf das Zeichenbrett drauf gehen, solange ich versuche, irgendwas zu zeigen, weil dann kann es passieren, dass es einfach wegspringt und ich nicht mehr an der Stelle bin, wo ich hin wollte. Ja, okay. So, jetzt. Überhaupt gar kein Problem. Also wir sehen hier nochmal den Peak, den ich gerade angesprochen habe. Der liegt bei der Arktik bei... Ja, so macht man Spaß. der liegt hier in dem Bereich von 420 Nanometer und hat einen weiteren sehr, sehr hohen Peak um die 440 Nanometer. Aber auch hier sehen wir auch wieder eine kleine Spitze um die 550 Nanometer. Ah, bleibt jetzt? Okay, sehr schön. Also hier auch um die 550 Nanometer, wieder im grünen Bereich, wohingegen dieser grüne Bereich wieder dafür sorgt, dass diese Lampe nicht einfach nur tief violett erscheint, sondern eben im sehr großen grünen Bereich erscheinen und somit eine sehr hohe Helligkeit für das Auge widerspiegelt. Hingegen, wenn wir, dafür muss ich es jetzt wahrscheinlich ein bisschen kleiner machen. Na, komm her. Versuche es gerade ein bisschen kleiner zu machen, dass man es sieht. Sieht leider an der Auflösung. Wenn wir die
Aqua Blue Special angucken. Das ist die hier unten. Dort sehen wir auch wieder, dass der Blaubereich sehr, sehr gut abgedeckt ist. Allerdings auch der Cyan-Bereich. So, ich versuche es nochmal ein bisschen kleiner zu machen, dass wir es jetzt hoffentlich alle so sehen, ohne dass wir nochmal darin rumscrollen müssen. Ganz kurz, wenn ihr versucht, das Zeichenbrett zu verschieben, zu vergrößern oder zu verkleinern, wirkt sich das nicht nur bei euch drauf aus, es sehen alle. Also daher bitte ein bisschen aufpassen, notfalls mir im Chat schreiben, hey, ich kann nicht sehen, wo du klickst. Dann gucke ich, dass ich es ein bisschen größer oder kleiner mache, damit das für alle sichtbar ist. Nur wenn ihr versucht, das zu verschieben, kann es halt dazu kommen, dass keiner es mehr sehen kann. Naja, danke. So, die Aqua Blue Special, auf die ich gerade eingehen wollte, die verbindet auch fast wie die Coral Plus einen sehr, sehr hohen blauen Anteil, wobei wir hier auch im Cyan-Bereich einen anderen Peak sehen. Das helle Licht wird wiederum dargestellt durch einen sehr hohen grünen Peak und wir haben auch hier wieder das, was für unsere Korallen eigentlich wichtig ist, nämlich den Bereich um die 600 Nanometer. Leuchtstoffröhren sind fast alle so aufgebaut, also die sogenannten 3- und 4-Bandlampen, dass die nicht grundsätzlich nur eine Farbe wiedergeben, sondern sie geben verschiedene Farben wieder. Das heißt, sie haben eine spektrale Verschiebung über den ganzen Nanometerbereich, eben den wir sehen können, beziehungsweise manche. Wir zum Beispiel die Blue Plus, die auch noch im UV-Bereich kleinere Spitzen hat und da auch Licht abstrahlt. LEDs hingegen funktionieren ein bisschen anders als die Leuchtstofflampen. Man kann sagen, alle LEDs, die wir kennen, alle weißen LEDs, sind im Grundprinzip blaue LEDs. Das sieht man sehr schön am Datenblatt von der Firma Cree. Cree ist einer mit der größten und wichtigsten LED-Hersteller, die wir überhaupt haben. Und sie bauen mit die besten LEDs, die es überhaupt gibt. Ich habe mir von denen drei LEDs rausgepickt, die alle als weiß bezeichnet werden. Dies ist einmal die 5000 Kelvin Lampe, die wir in Blau sehen. Dann haben wir eine warmweiße LED mit 3700 und eine sehr warmweiße LED mit 2600 Kelvin. Die 3700 bis 5000, das ist eigentlich das, was wir im Allgemeinen als Tageslicht empfinden. Aber hier sehen wir auch, wir haben eine sehr, sehr hohe Spitze im blauen Bereich bei beiden LEDs. Und je nachdem, wie eine LED mit Phosphor beschichtet wird, strahlen sie Licht noch anders ab. Das heißt, umso kälter die ist, die LED, also umso höher der Kelvinwert einer LED ist, umso weniger Licht bringen die im grünen Bereich bei 520 bis 580 Nanometer und der Rotbereich wird bei denen fast überhaupt nicht verwendet. Entschuldigung. Durch eine höhere Beschichtung an Phosphor und dadurch, dass das Phosphor ein wenig anders strahlt, kriegen wir wärmere Töne hin. Wie hier zum Beispiel bei der 3700 Kelvin, die halt hier den Peak sehr, sehr viel höher hat. Dahingehend gibt es dann noch bei den LEDs verschiedene farbige LEDs, die halt nicht auf der blauen LED basieren und mit Phosphor beschichtet sind, sondern von Grund auf eine andere sogenannte Emitterfarbe haben. Das können wir natürlich auch nutzen. Und da sehen wir hier in der Grafik die verschiedenen Farbtöne, die auch bei uns im Aquarium wiederum wichtig sind. Als allererstes möchte ich da mal auf die Royal Blaue und auf die blaue LED eingehen. Das ist das Licht, was wir im Aquarium sehr, sehr stark nutzen. Aber wir sehen hier, dass eine Royal Blaue LED, also das ist diese hier, die erste Kurve, die wir haben, dass diese eigentlich nur im Bereich von 450 Nanometer strahlt, dann abfällt im Bereich von 470 Nanometer und bei 480 Nanometer fast überhaupt nicht mehr strahlt. Also kurz, die hat ein sehr, sehr enges Spektrum, was sich sehr gezielt einsetzen.
lässt. Bei der blauen LED ist das exakt das gleiche. Da liegt der Peak bei ca. 460-470 Nanometer. Deckt aber auch den Bereich von knapp 440 Nanometer ab und geht maximal hoch bis zum 485 Nanometer Bereich, also fast ins Cyan hinein. Diese beiden LEDs sind noch das, die ich jetzt einfach mal vergleichen möchte. Wenn wir sehen, dass diese LED, die eigentlich den Peak auf 450 Nanometer hat, wenn wir diesen vergleichen mit dem Arktikspektrum der Leuchtstoffröhre, sehen wir halt hier, dass diese Spitze im grünen Bereich der LED komplett fehlt. Genauso wie wir auch sehen, dass eine Leuchtstoffröhre, die eigentlich die sogenannte Purple Plus ist, dass die halt den Peak auf den 430 Nanometer hat, das Cyanlicht abdeckt und das Rote hat. Das haben die LEDs halt nicht. In dem Sinne, wenn wir bei einer LED das gleiche Spektrum wie bei einer Leuchtstoffröhre haben möchten, müssen wir grundsätzlich mehrere LEDs einsetzen, die wir in verschiedenen Spektren miteinander addieren und somit das Licht wiedergeben können, was vorher die Leuchtstoffröhre hatte. Und da kommen wir auch schon zum allerersten großen Irrtum, der normalerweise beim Zusammenbau einer LED-Beleuchtung gemacht wird. Und auch etwas, was jahrelang eigentlich publiziert wurde, was sich als optimale Aquarienbeleuchtung anbietet. Nämlich, wir nehmen eine weiße LED, die wir hier zum Beispiel haben mit 5000 Kelvin bzw. mit 6500 Kelvin, wo wir sehen, dass sie sehr, sehr viel im Bereich von 450 Nanometer strahlt und dass sie ein ganz klein wenig im grünen Bereich strahlt und fast gar nicht im roten Bereich. Sorry, mir geht gerade mein Handy ein wenig auf den Sack. So, Handy tot, alles wunderbar. Und dass wir dabei diese dann kombinieren mit blauen LEDs im Bereich von 450 Nanometer, also die sogenannten Royalblauen, und mit den blauen LEDs im Bereich von 470 Nanometer. Also diese Konstellation kennt eigentlich jeder oder hat jeder schon mal gesehen. Weiß, blau, Royal, blau, super Licht fürs Aquarium, weil es ist schön weiß, es ist schön blau, alles strahlt wunderbar. Wenn wir das aber mal wirklich kombinieren, diese drei Spektren übereinander, habe ich eine Grafik, die von der 1023 WorldNet kommt. Da ist ein Spektrumsanalyzer, ich komme gerade nicht aufs deutsche Wort, mit dem ich das einfach mal kombiniert habe, und zwar in der Mischung zwischen einer royalblauen LED, einer blauen LED und weißer LED zu gleichen Teilen. Also das, was sehr oft vor 2, 3 Jahren gesagt wurde, was super toll ist. Man sieht hier, dass durch die blauen LEDs und durch die weiße LED ein sehr, sehr hoher Peak ist im Bereich von 440 Nanometer. Kommt einerseits daher, dass die blaue LED mit 450 Nanometer hier drin hängt, also in diesem Bereich, und auch die LED von 470 Nanometer drin hängt. Und was wir hier unten sehen, in diesem Bereich, das ist eben das, was die weiße LED, hier in dem Fall sogar mit 8000 Kelvin, wiedergibt. Wir können aber auch an dieser Grafik, die das fluoreszierende Spektrum bzw. das Chlorophyll-AB-Spektrum mit abdecken soll, was wir an dieser Linie hier sehen, dass dieses eigentlich überhaupt nicht abgedeckt wird. Und man sieht auch hier, wo oben gesagt wird, die fluoreszierenden Proteine, das Chlorophyll A und das Chlorophyll B, wird fast überhaupt nicht abgedeckt. Und wir haben gerade mal in dieser Beleuchtung einen Score, was auch immer der bedeuten soll für die, von 68%. Das heißt also, dass unsere LED-Beleuchtung, wenn wir sie so aufbauen, ziemlich suboptimal ist, wenn ich das so höflich ausdrücken darf.
Der Grund, weswegen das am Anfang gemacht wurde, ist, dass man sich halt sehr, sehr wenig mit eigentlich den LEDs und den Spektren auseinandergesetzt hat und versucht hat, mit dem optischen, also mit dem Auge, das gleiche Licht zu kriegen, was man von der Leuchtstoffröhre gewöhnt ist. Und wir sehen hier oben in diesem ganz kleinen Feld, ich klicke mal hier, damit man es ein bisschen besser sieht, dass das Licht, was diese Kombination ausgibt, schon sehr blaulastig ist. Also eigentlich das, was wir gewöhnt sind von unserem Aquarium oder von den Leuchtstoffröhren. Viele versuchten auch in dem Bereich eine Lampe zu bauen, die laut Kelvin-Skala um die 30.000 Kelvin hatte. 30.000 Kelvin ist ein Wert, der eigentlich gar nicht mal so großartig erfasst ist. Normalerweise können wir sagen, dass es bis 20.000 Kelvin noch messbar ist und danach fängt es sogar fast schon wieder Minuswert an. Was wir auch gleich noch an einer anderen Grafik sehen können, wo das Kelvin-Spektrum errechnet wurde, beziehungsweise die Farbtemperatur Kelvin errechnet wurde. So rum ist es richtig. Wir haben also dieses blaue Licht. Wir haben versucht, mit diesem blauen Licht 30.000 Kelvin hinzubekommen. Einen wunderschönen Wert allerdings, und das haben Messungen ergeben, sind wir damit weit fernab vom Guten und Böse gewesen. Das Verhältnis von Weiß zu Blau, um eine Lampe von 20.000 Kelvin zu erreichen, liegt sage und schreibe bei vier weißen LEDs in Verbindung mit einer blauen LED. Also diese Kombination in sich, das ergibt die, wie heißt es? Das ergibt 20.000 Kelvin und somit wusste es keiner, aber wir haben uns immer gewundert, warum die LEDs halt nicht funktionieren. Einfach nur ein Missverständnis in der Zusammenstellung, was wir mittlerweile Gott sei Dank aufgearbeitet haben. Und wir wissen jetzt schon, dass wir unser Spektrum viel, viel breiter fächern müssen und viel mehr LEDs eigentlich miteinander kombinieren müssen. Wobei aber jetzt auch die Frage ist, wie kombiniere ich eine LED und zwar so sinnvoll, dass sie alle Spektren abdeckt, die wir eigentlich brauchen, alle Spektren abdecken, was unsere Korallen benötigen und dabei immer noch in einem effizienten Bereich arbeiten. Das habe ich versucht zusammenzufassen im sogenannten, aber bei mir zum Beispiel im Minimalspektrum. Und das ist einfach nur mal eine Zusammenstellung von der Menge an LEDs, die wir eigentlich bräuchten, mit relativ eng gefächerten Spektren, um ein Licht zu erreichen, in dem Chlorophyll A, B sinnvoll abgedeckt ist, indem wir den UV-Bereich abdecken, den wir größtenteils auch noch vernachlässigen, und wirklich alles Licht bekommen, was wir brauchen für unsere Korallen. Und das fängt einmal an, dass ich eine LED von 400 Nanometer genommen habe, die auch hauptsächlich für diesen Peak hier zuständig ist. Wobei ich sagen muss, dieser ist noch massiv zu hoch. Ich habe weitergemacht, indem ich LEDs von 430 Nanometer genommen habe, um den Chlorophyll-A-Bereich im unteren Spektrum maximal abzudecken. Bin dann weitergegangen zu den royalblauen und blauen LEDs, die wir in diesem Spektrum haben. Und dann natürlich den Rotspektrum abgedeckt habe mit einer 660 Nanometer LED und versucht habe, noch die restlichen Lücken, die wir haben, aufzufüllen mit einer kaltweißen LED, die auch hier in diesem Spektrum wiederzufinden ist und hier im Grün. Genauso wie eine rote LED, also eine warmweiße LED mit 3000 Kelvin. Moment mal eine Sekunde. Muss mal ganz kurz in den Chat schreiben für den Jörg, weil er anscheinend mich nicht hört. Kann ich jetzt auch gerade nichts zu sagen, warum es nicht funktioniert. Okay, also wo ich gerade da war, eine warmweiße LED im Bereich von 3000 Kelvin, also das eigentlich, was wir auf gut Deutsch gesagt als pissig gelb empfinden würden, die auch einen hohen Teil im orangen Sektor wiedergibt.
Dieses Spektrum würde im Prinzip ausreichen, um all das zur Verfügung zu stellen, was wir in einer Aquariumlampe brauchen. Wir haben dabei aber ein sehr, sehr großes Problem bei dieser Lampe, und das ist, dass wir einen sogenannten Pa-Wert haben, der sehr gering ist. Also wir haben zwar ein sehr breites Spektrum, aber auch eine sehr geringe Beleuchtungsstärke. Jetzt habe ich wieder einen neuen Begriff in Raum geschmissen, und zwar den sogenannten Pa-Wert. Der Pa-Wert gibt eigentlich nur an, wie viel energiereiche Strahlung wir haben, und ist ein Wert zum Messen eines bestimmten Spektrums von 400 bis 700 Nanometer, also ein Messwert für den sichtbaren Bereich. Wobei bei der Pa-Messung der gesamte Bereich, also sprich ab hier bis hier rüber bis 700 Meter, als gleich betrachtet wird. Was wir allerdings im Aquarium nicht brauchen. Der Pa-Wert ist aber in dem Sinne sehr, sehr wichtig, da er auch angibt, wie hell unsere Lampe eigentlich ist oder wie energiereich die Lampe ist. Und daher sollten wir schon einen Pa-Wert erreichen, so wie wir den in der Natur haben. Jetzt denkt natürlich der eine oder andere, dass es von Vorteil ist, wenn wir einen möglichst hohen Pa-Wert haben. Und das ist eins der riesen, riesen Probleme, die wir momentan in der bei der LED-Beleuchtung und in der Aquaristik haben, dass viele Hersteller versuchen momentan den ultimativen Pa-Wert zu erzielen. Also es geht dahin, dass wir Beleuchtungen haben, die abseits weit über den 1000 Pa mittlerweile liefern können. Das ist demzufolge geschuldet, dass wir einfach nur versuchen, immer mehr als das Bessere zu betrachten. Um einmal zu veranschaulichen, was eigentlich diese Pa-Messung ergeben kann und wie hoch diese Werte sind, habe ich mich an einer Grafik bedient, die der liebe Henning Wiese, den wir heute auch als Zuhörer haben, auf seiner Webseite Hennings Miniriff zur Verfügung gestellt hat. Und zwar ist das die LED-Messung einer Spotbeleuchtung. Ich sage aus gutem Grund nicht, welche Spotbeleuchtung es ist, und ich hoffe, man sieht es auch nicht. Nein, man sieht es nicht. Hier sieht man, dass ein LED-Spot einen sehr, sehr hohen Pa-Wert hat. Nämlich, wir kommen, also wenn wir uns hier diese Grafik einmal angucken auf der linken Seite, bei 0 und auch hier 0. Man sieht von, okay. Okay, man sieht, welche Lampe es ist. Okay, deswegen, sorry. Ah ja, okay, ich sehe es. Habe ich nicht ganz aufgepasst, Entschuldigung, weil ich möchte keinen Hersteller und keine Lampe hier auf eine gewisse Art und Weise schlecht machen. Das ist es nicht. Also wir sehen hier auf jeden Fall auf der 0-0-Skala einen Wert von 1220 Par. Ja? Bedeutet also, der ist mit einer der höchsten Pa-Werte, die auf der Webseite gemessen wurden, bei den Spots, was wir auch an der Grafik sehen, wie gigantisch eigentlich der Ausschlag ist. Man könnte jetzt meinen, wow, super, ich habe eine sehr, sehr helle Lampe, und das ist garantiert das Beste für meine Korallen. Wir haben aber mittlerweile in Versuchen herausgefunden, dass die meisten Korallen ab einem bestimmten Pa-Wert dicht machen, also sprich in sich zusammenfallen und sogar absterben können, also sprich sie verbrennen. Wir wissen aus der früheren Zeit von HQI-Beleuchtungen, von HQI und HQL-Beleuchtungen, dass wir Starklichtzonen haben, dass wir Mittellichtzonen haben und Schwachlichtzonen haben. Bei dieser Lampe, bei diesem Spot, können wir von einer Starklichtzone ausgehen, die bis in diesen Bereich reingeht. Also sprich, quasi mit plus minus 24 cm geht. Dort haben wir das Starklicht, und das heißt, im gesamten Bereich unter der LED,
würden uns die Korallen verbrennen. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel eine Riffsäule angucken und wir möchten die Korallen auf der Riffsäule platzieren, und zwar in einem angemessenen Licht, dann würden wir hingehen und sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine Acropora, die sehr, sehr lichthungrig ist und eine sehr hohe Beleuchtung braucht. Diese macht allerdings auch schon bei um die 500 Paar dicht. Das heißt, ich gucke, wo habe ich noch einen Wert von 500 Paar, und das hätten wir dann hier bei ca. 18 auf der Nullachse. Das heißt also, wenn ich den Spot aufhänge, 18 cm nach links und nach rechts dürfte ich noch nicht mal die lichthungrigste Pflanze, die lichthungrigste Koralle, die ich überhaupt besitze, pflanzen. Das heißt, ich habe den kompletten mittleren Bereich im Becken unter dieser Lampe auf dieser Riffsäule quasi als Totgestein, weil darauf würde mir jegliche Koralle sterben. Einzige Möglichkeit, ich dimme diese Lampe runter, und das hieße, dass ich von 1200 Paar auf maximal 500 Paar runter gehe, und würde bedeuten, dass ich diese Lampe eigentlich nur noch zu 30 bis 40% fahre. 30 bis 40% ist meiner Meinung nach Verschwendung. Ich sollte auch versuchen, eine LED ganz auszufahren bzw. sie da zu betreiben, wo es halt sinnvoll ist. Ja, dann haben wir das nächste Nachteil, und das ist auch geschuldet den LED-Herstellern bzw. den Lampenherstellern, dass man eben versucht hat, das Licht, was wir zur Verfügung haben, auf möglichst gute Werte zu trimmen und dadurch eine sogenannte Spotbeleuchtung zu haben. Und das sieht man auch an dieser Lampe halt sehr, sehr gut, dass sie relativ hohe Werte im mittleren Bereich hat, aber dann, wenn wir schon mal ein bisschen zur Seite gucken, und das heißt hier bei plus minus 30 Zentimeter, dass wir da nur noch einen Wert von knappen 170 Paar haben. 170 Paar ist das, was man fast schon sagen könnte, wir gehen im Bereich von einem mittleren Licht bis zu einem Schwachlicht. Und da haben wir dann eben genau dieses Problem, dass wenn wir mehrere von diesen Spots übereinander hängen, haben wir entweder eine Zone, wo wir keine Korallen halten können, weil das Licht zu hoch ist, oder wir haben einen Bereich, wo wir keine Korallen halten können, weil das Licht ist zu schwach. Aber der Bereich der optimalen Beleuchtungsstärke oder des bestmöglichen Paarwerts, der ist halt sehr, sehr, sehr gering. Und da kann man sagen, wir bewegen uns da in einem Bereich von circa plus 18 cm bis plus 30 cm, also sprich gerade mal in einem 12 cm Bereich, wo wir Korallen ansiedeln können. Wenn ich natürlich jetzt mehrere von diesen Lampen gegenüber hänge, übers Aquarium verteile, habe ich einige sehr, sehr helle Spots und einige sehr, sehr dunkle Stellen. Also was macht man damit? Man geht auf das über, was man kennt, und das ist dann wiederum die Leuchtstoffröhre. Und somit kamen wir auf die Idee, beziehungsweise kamen die Lampenhersteller auf die Idee, wir bauen sogenannte Hybridlampen. Hybridlampen, sprich, wir nehmen das Beste aus beiden Welten, nämlich die LED-Beleuchtung mit ihrem sehr hohen Energieeffizienz, und wir nehmen die Leuchtstoffröhre, eine eigentlich ineffektive Beleuchtung, aber mit einer sehr guten Ausleuchtung. Wohingegen, wie eine LED-Hybrid-Kombination aussehen kann, das hat auch der Henning sehr, sehr gut einmal vermessen. Und hier sehen wir, dass wir die LED mit ihrem schönen Spektrum, mit ihrem breiten Spektrum, eigentlich ein bisschen vernachlässigt haben. Aber sie hat hier in diesem Bereich, im mittleren Bereich, wirkt sie. Und wir haben zusätzlich mehrere T5-Röhren, die wir links und rechts von den LEDs angeordnet haben. Und dafür sind eben diese Bereiche hier zuständig, also einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite, die für eine hohe Ausleuchtung verantwortlich sind. So, jetzt habe ich knapp eine halbe Stunde geredet, jetzt wird mein Mund trocken.
An dieser Beleuchtung ist der Vorteil, wir sparen Energie im Gegensatz zu einer reinen T5-Beleuchtung, dadurch, dass wir halt die hocheffizienten LEDs einsetzen. Aber wir haben dennoch die gute Ausleuchtung durch die T5-Röhren. Das heißt, eine flächige Beleuchtung, meine Korallen werden nicht abgeschattet, wie das eben bei den LED-Spots sind. Nachteil von dieser Beleuchtung natürlich, ich habe das Beste aus beiden Welten, ich habe aber auch das Schlechteste aus beiden Welten. Schlechteste aus beiden Welten, natürlich könnte man direkt mal sagen, ja, wenn ich die T5-Röhre verwende, habe ich zwar eine gute Beleuchtung, also eine gute Ausleuchtung, aber ich verschwende mehr oder weniger Energie. Was auch richtig ist. Allerdings, ich erkaufe mir diesen Vorteil irgendwo mit. Die LED, ich habe natürlich auch hier den Vorteil, ich habe eine hohe Effizienz, ich habe ein gutes Spektrum, was ich auch sehr, sehr gut unterteilen kann in verschiedene Bereiche. Das heißt, ich kann ganz gezielt ein UV-Spektrum dazu nehmen oder ich kann ganz gezielt neues Blauspektrum hinzunehmen. Habe aber dem Problem natürlich da nach wie vor mit der wie heißt es? Mit der Ausleuchtung, dass ich das optimalste Spektrum nur in einem relativ kleinen Bereich habe. Also sprich, wenn ich jetzt einmal eine Spektrumsgrafik über die komplette Beleuchtung legen würde, dann hätte ich in einem Bereich, hier in diesem mittleren, das beste Spektrum, was der Hersteller sich eigentlich ausgedacht hat, habe aber dann wiederum hier im Randbereich ein Spektrum, was halt nicht so optimal ist. Dadurch eben, dass ich da nur die T5-Beleuchtung habe, die halt ein ganz normales Spektrum habe, so wie ich es gewöhnt bin. Dass man diese beiden Spektren aber sehr, sehr gut kombinieren kann und damit mit die beste Beleuchtung überhaupt erzeugen kann, das hat der Ronny Schöpke, ebenfalls jemand, der sich wie Henning Wiese sehr viel um die Vermessung von LEDs und Vermessung von von Lampen insgesamt beschäftigt, einmal anhand von der Giesmann Aurora bewiesen. Und zwar hatte die seit langem das mitbeste Spektrum, was wir für unsere Korallen sich eigentlich wünschen können. Und deswegen möchte ich auf dieses Spektrum nochmal ganz, ganz gezielt eingehen und da auch ein bisschen zu sagen, wo man eigentlich sieht, wo unser Fehler damals war, wie ich eben schon sagte, und wo wir heutzutage sind. Wir haben bei der Giesmann Aurora, die ja auch erst vor kurzem auf den Markt gekommen ist, einen sehr hohen Bereich um die 430 Nanometer. Das heißt, wir haben ein sehr energiereiches Licht mit einer Wellenlänge, die sehr tief ins Aquarium eindringen kann. Das heißt, mit dieser Beleuchtung schaffe ich es, hohe Becken, das heißt auch jenseits von den 50 und 60 Zentimeter, sehr gut mit energiereichem Licht und einer guten Beleuchtung zu versorgen. Sie hat weiterhin im Bereich von 450 bis 470 Nanometer einen sehr, sehr hohen Bereich, wofür ein weißes Licht am Ende verantwortlich ist und somit haben wir eine sehr helle Beleuchtung in diesem Bereich. Gerade dadurch, dass wir auch, wie wir hier an dieser Spitze sehen, im Bereich 445 Nanometer, sehr hohen Ausschlag haben und eben der gesamte Grünbereich sehr stark abgedeckt ist. Das führt genau dazu, dass wir eine sehr helle Beleuchtung haben, dass wir ein sehr weißes Licht haben, und auch ein sehr energiereiches Licht. Also sprich, erstmal schon drei Voraussetzungen geschaffen haben. Wir haben aber weiterhin bei dieser Beleuchtung im Bereich von 638 Nanometer einen weiteren sehr hohen Ausschlag, der hier runtergeht bis zu 640, 650 Nanometern. Das heißt, wir haben auch den Rotspektrum in diesem Bereich ist sehr, sehr gut abgedeckt, was wiederum bedeutet, den Korallen fehlt weder an Chlorophyll A noch an Chlorophyll B. Chlorophyll C und D sind abgedeckt und in dem Sinne hätten wir da schon eine sehr, sehr gute Beleuchtung. Könnte jetzt man theoretisch sagen,
wenn diese Beleuchtung doch so perfekt ist, warum kauft sich die nicht jeder? Und jetzt komme ich wieder auf den Nachteil, den die Hybridlampen haben. Dieses Spektrum ist gemessen worden, exakt unter der LED. Und da haben wir nämlich auch das, wo die beiden Welten am besten zusammenkommen, nämlich bei der punktuellen Beleuchtung, die Aurora sogar noch mit Reflektoren, die einerseits das Licht bündeln macht, andererseits aber auch das Licht, was zurückgeworfen wird von der Wasseroberfläche, wiederum auf Lampenreflektoren trifft und runtergeht. Damit hat Giesemann versucht, den Bereich, den die LEDs abfächern, noch größer zu gestalten. Allerdings immer noch nicht komplett flächig. Und das ist einer der Punkte, der mich persönlich bei diesen Hybridlampen stört, ist, dass ich eben das perfekte Spektrum in einem mittleren Bereich habe, aber nicht im gesamten Becken habe. Und wo man sagen muss, wo wir uns jetzt gerade erst hinentwickeln, dass wir versuchen, das optimale Spektrum aus der hohen Energieeffizienz von den LEDs mit der genauen Anordnung im Bereich mit den T5-Lampen auszunutzen. Wir wären besser damit, aber wir sind noch nicht auf dem Punkt, wo wir gerade hinwollen. Also wo wir am Ende hinwollen. Dahin ist noch ein langer Weg. Meine Eins versucht momentan einen anderen Weg zu gehen, und zwar auf die reinen LEDs, also nicht auf die Hybridlampen, sondern darauf gehen, dass wir auf reine LEDs gehen, die vor kurzem vom Henning vermessen wurde. Also er hatte die von mir, beziehungsweise von Martin von Tropic Meeresaquaristik und von mir, hat er einige LEDs bekommen zum Testen. Und hatte diese Module vermessen, wodurch entstanden ist, dass wir mit unseren LEDs zwar eigentlich relativ, sage ich jetzt mal im Vergleich zum Spot, den wir eben gesehen haben, relativ geringe Paarwert haben, hier mit 150, mit 150 Paar. Allerdings, wie man auch sieht, dass wir es geschafft haben, dass mit nur einer einzigen LED schon mal einen relativ gleichbleibenden Bereich zu haben. Also wir haben eine relativ schwache Beleuchtung gewählt, wodurch man weit mehr LEDs verbauen muss, als manche andere Hersteller das machen. Allerdings man dadurch auch ein gleichbleibendes Spektrum schafft, eine gleichbleibende Ausleuchtung schafft. Vorteil dadurch ist natürlich, dass wir die hohe Effizienz der LED sehr, sehr stark ausnutzen. Mit dem großen, großen Nachteil, dass eine LED immer noch weit teurer ist als eine Leuchtstoffröhre und somit auch die LED-Beleuchtung, wenn man sie dann so aufbauen würde, die ganze Lampe relativ teuer macht. Das Bild, was wir hier sehen, ist aufgenommen in einem Abstrahlwinkel von 120 Grad. Also sprich, wir haben einen fast flachen Bereich, den wir haben, und damit die LED wirklich auf die Korallen wirken kann, müsste man dieses Licht auch noch weiter bündeln. Durch die Reflektoren, die wir bei der Giesemann Aurora gesehen haben, schafft man es ja halt schon, das Licht mehr zu bündeln und dadurch tieferes und tiefere Strahlung des Lichtes zu erzeugen und damit auch höhere Paarwerte zu erreichen. Auf diesem Weg sind wir gerade erst. Also, wir haben zwar inzwischen auch die Reflektoren, die auch der Henning für uns noch vermessen wird, allerdings da haben wir leider noch keine Testergebnisse von, weswegen ich die Grafik jetzt hier im Moment nicht präsentieren kann. Aber Tests haben gezeigt, dass die Reflektoren bei den LEDs ich glaube, doppelte bis dreifache Paarleistung erzeugen können. Also in dem Sinne kann man da schon ausrechnen, dass LEDs mit Reflektoren auch wieder einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Andererseits, wenn eine LED halt sehr wenig Paar erzeugt als Modul an sich, also beziehungsweise als Zusammenstellung an sich, kann man diesen natürlich sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Das heißt, durch die Menge an LEDs, die ich auf einer Lampe verbaue,
kann ich auch höhere Paarwerte schaffen. Und das haben wir gerade nur mal zum Sagen ganz kurz. Ich habe hier zum Beispiel genau unter der LED einen Wert von 150 Paar. Und wenn ich diesen Wert von 150 Paar halt mit einer zweiten LED verbinde und diese quasi über Kreuz anordne, dann habe ich die 159 und die 56 Paar, die halt die zweite LED abstrahlt. Und da sehen wir auch wiederum einen Vorteil von den LEDs, dass ich halt sehr gezielt diese kombinieren kann, um höhere Paarwerte zu erzeugen. So, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, ich habe den Faden verloren. Genau. Ich habe ganz kurz auf die nächste Folie geguckt. Also sprich, der Vorteil an den LEDs und dadurch, dass wir die einzelnen LEDs kombinieren, haben wir eben die Möglichkeit, über eine sehr, sehr große Fläche einen sehr, sehr hohen Paarwert zu erreichen, der immer noch im optimalen Spektrum ist. Da ist jetzt aber wiederum mal die Frage, was ist wirklich das optimale Spektrum? Und da habe ich auch ganz kurz noch eine kleine Grafik zu. Und zwar ging es uns dabei eigentlich wirklich mal darum zu testen, herauszufinden, wie sich so ein Spektrum eigentlich auswirkt. Also die LEDs, die wir halt momentan aufgebaut haben, die bestehen aus LEDs im Bereich von 430 Nanometer. Die haben royalblaue und blaue LEDs verbaut, genauso wie wir Cyan-LEDs einsetzen und Deep Red LEDs mit 660 Nanometer, eine Hauptbeleuchtung aus 6500 Kelvin verwenden und mittlerweile sogar noch dazu ein bisschen übergegangen sind und gerade testen, wie es ist, wenn wir noch 3200 Kelvin mit übernehmen. Ich habe hier von von der Zusammenstellung der sogenannten Vollspektrummatrix eine Analyse des Spektrums, welches auch von Henning durchgeführt wurde. Wo wir da sehen, dass wir auch hier den Bereich von 420 Nanometer abdecken, dass wir weiter hochgehen, auf die 450, die 470 abdecken, den grünen Bereich bei nur einer LED halt minimal abdecken und auch den Bereich von 660 Nanometer abdecken. Wenn ich jetzt dieses Spektrum nehme, und da weiß ich jetzt gerade nicht, wie das klappen könnte, wenn ich jetzt diese Folie, also quasi das mal im Kopf behalte und dann wieder zurückgehe zur Messung vom Ronny, der die Aurora vermessen hat mit dem perfekten Spektrum aus T5 und LED, dann sehen wir hier, dass wir eben zwar im 430 Nanometer Bereich einiges höher sind, aber ansonsten quasi mit der LED-Beleuchtung fast das gleiche Spektrum schaffen, wie wir damit einer Hybridlampe schaffen können. Und das ist eben der Vorteil, den ich in den momentanen LEDs sehe, in der Kombinierbarkeit. Und dadurch, dass wir halt auch mit einer reinen LED-Beleuchtung wiederum schaffen könnten, das perfekt zu machen. So, jetzt hatte ich noch ganz kurz einen Beitrag und zwar, wenn wir uns, Moment, jetzt müsste ich noch mal ganz kurz, genau, so, wenn wir uns halt diese Beleuchtung angucken, und da möchte ich jetzt gar nicht von wegen darauf zurückgehen, auf das minimal benötigte Spektrum, sondern mal wirklich auf den Bereich gehen, den Korallen eigentlich zum Wachsen benötigen, beziehungsweise die brauchen, damit Korallen bestmöglich stehen und bestmöglich sich entfalten können. Da habe ich eben schon, oder bin ich eben schon drauf eingegangen, dass wir halt den Bereich von 400, 420 Nanometer brauchen, von das blaue Licht brauchen in 450 Nanometer, allerdings wir auch das Licht brauchen, welches sich im Rotbereich befindet. Wenn man sich jetzt das nimmt und sagt von wegen, ich möchte eine möglichst
energieeffiziente LED-Beleuchtung aufbauen. Das heißt, ich möchte den Korallen das bestmögliche Licht mit meinen LEDs präsentieren und dabei möglichst wenig Energie in Form von Watt verschwenden in unnötige Spektren. Also das heißt, ein reines Korallenlicht aufbauen. Dann könnte ich natürlich auf die Idee kommen und ich sage, die Bereiche, die ich in einer LED-Beleuchtung theoretisch nicht brauche, die lasse ich eigentlich komplett erstmal weg. Und das habe ich mal einfach zusammengestellt, indem ich, hoppa, wenn wir die Grafik jetzt hier mal ganz kurz reinbekommen, ja. So, und das habe ich an der Grafik einfach mal zusammengestellt. Und das ist nämlich genau das Spektrum, was wir theoretisch bräuchten, um unsere um unsere Korallen und unser Aquarium bestmöglich mit Licht zu versorgen. Und das ist nämlich genau, dass ich einfach nur hingegangen bin und eine LED genommen habe im Bereich von 390 Nanometer, das heißt den kompletten unteren UV-Bereich und den ersten sichtbaren Bereich abdecke, eine weitere LED benutze für 430 Nanometer, eine blaue LED von 470 und eine grüne LED, also eine sogenannte Cyan oder Aqua für den grünen Bereich sowie eine orangene LED und eine sowie orangene und orange, gelb, orange, rot und tiefrote LEDs verwende. Das heißt also wirklich nur das Licht zusammen kombiniere, was wir brauchen für die Korallen. So, wenn ich dieses Licht komplett habe, habe ich das absolut perfekteste Licht für meine Korallen. Problem an diesem Licht, und das sieht man hier oben recht schön, es ist ein wunderschönes Pink. Weil jeder weiß von früher, wer rot nimmt und wer blau nimmt, der hält lila. Und wenn wir diese Spektren überlagern, dann erhalten wir sogar ein pinkes Licht. Ist ein Trend, der auch momentan bzw. noch vor kurzer Zeit in Amerika herrschte, eben diese bonbonfarbenen Becken. Wenn man die teilweise mal sieht und die Korallen wirklich so in absolut pink und purpur strahlen, dann haben wir eine LED-Lampe zusammengebaut, die wirklich nur die wichtigsten Spektren abdeckt und keine Rücksicht auf das Licht auf das Auge des Betrachters nimmt. Damit der Betrachter immer noch ein gutes Licht hat, brauchen wir im Bereich von 500 Nanometer weit mehr Licht. Im Bereich von 520, 530 Nanometer mehr Licht. Also wir müssen auch den Grünanteil mehr abdecken. Und dann haben wir wiederum ein weißes Licht, worüber wir dann auch sagen können, ja, wir haben ein sehr schönes Licht für uns, für unser Aquarium. So, und jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf den Chat zurück, weil den habe ich gerade ein bisschen überlesen. Ja, der Peter fragt gerade noch nach einem Vergleich von Sonnenlicht, Plasma-LED, Hybrid-LED, T5 und HQI unter Wasser. Der Unterschied zwischen Unterwasser und Überwasser, der ist nicht so groß. Weil das Wasser schluckt zwar umso tiefer wir gehen, schluckt es verschiedene Spektrum ab. Das heißt zum Beispiel, wenn wir das Sonnenlicht an der Wasseroberfläche sehen, haben wir das Tageslichtspektrum, welches ich eben in der ersten Folie hatte, die ich jetzt gerade nicht mehr habe. So, jetzt haben wir wieder die. Ja. An der Wasseroberfläche haben wir zwar dieses Tageslicht und umso tiefer wir gehen, umso mehr wird vom Wasser der Bereich von Rot, also hier von Rot, wupp, mein Pointer ist weg, da ist mein Pointer wieder, im Bereich von Rot und dann auch von Gelb und Grün geschluckt und eigentlich nur das blaue Licht kommt sehr tief ins Wasser rein.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir ein Aquarium beleuchten wollen, können wir davon ausgehen, dass das Spektrum, was wir an der Wasseroberfläche haben, fast das gleiche ist, wie wir am Boden haben. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem, dass wir da nochmal unterscheiden müssten. Ja, dass wir eben da keinen Unterschied haben. Wenn wir uns die HQI angucken, die HQIs werden meistens mit um die 10.000, 15.000 Kelvin beschrieben. 15.000 Kelvin ist eine Zusammenstellung aus, ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn wir eine 15.000 Kelvin Lampe mit LEDs erzeugen wollen, dann brauche ich theoretisch nur zwei LEDs von 8000 Kelvin in Verbindung mit einer blauen, nee, gar nicht mal, mit einer Cyan-LED. So, mit einer Cyan-LED. Na, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also ich habe nebenbei noch den Kalkulator auch von Spektra 1023.net offen, um das nochmal ganz kurz zu überprüfen. Also es ist definitiv, wenn wir eine blaue LED im Bereich, eine einzige blaue LED im Bereich von 470 Nanometer kombinieren mit zwei kaltweißen LEDs von 8000 Kelvin, dann kommen wir auf einen Bereich von circa 15.000 Kelvin. Was eben der HQI-Beleuchtung entsprechen würde, die wir gewöhnt sind. Da allerdings auch das Problem, dass das Spektrum halt leider nicht stimmt und wir sehr viele Anteile ja, ignorieren. Weswegen wir wiederum hingehen müssten, mehr Rot nehmen, dafür auch dann wieder mehr Blau, um das Ganze auszugleichen. Und dann wiederum mehr Grün nehmen, um da nicht diese Pink-Verschiebung zu haben, beziehungsweise um auch das Licht wieder in den weißen Bereich zu haben. Die Plasmalampe, wenn man sich das Spektrum der Plasmalampe mal anguckt, ist das mit das allerbeste Licht, was wir momentan haben, im Vergleich zum Sonnenlicht. Also es kommt sehr, sehr nahe daran. Und wenn mir der Vergleich, ja, wenn mir der Vergleich erlaubt ist, wir haben einfach nur noch pissgelbe Beleuchtung. Also da ist auch das Plasma das geilste Licht überhaupt, wenn es darum geht für unsere Korallen. Allerdings, das ist ein Licht, was momentan die Aquarianer einfach nicht wollen. Weil sie wollen eben ihr weiß-blaues Licht haben und das liefert die Plasma im Moment noch nicht. Und wird sie auch, glaube ich, niemals liefern, wenn wir versuchen, das Sonnenlicht nachzuahmen. Weil Sonnenlicht nun mal bei 5500 bis 5700 Kelvin ist. Und jeder, der diese Lampen einsetzt, weiß, das ist einfach ein rein sehr gelbliches Licht in dem Bereich. Ja, ein Sonnenlicht darauf, LED-Hybrid. Kann man sagen, LED-Hybrid kann man das Spektrum nicht vergleichen, weil eben jeder Hersteller zu einer anderen Hybrid-Kombination gibt. Also zum einen gibt es natürlich die Hybridlampen, die weiße und blaue LEDs verwenden mit Leuchtstoffröhren, die ein Vollspektrum haben. Und da habe ich genau das gleiche Problem, wie ich eben schon sagte. Ich habe zwar sehr hohen Blauanteil, ich habe einen sehr hohen Weißanteil, aber ich habe halt nicht die Beleuchtung im Rot- und UV-Bereich. Es gibt Hersteller, die wie Giesemann mittlerweile alle LEDs, die es gibt, kombinieren, beziehungsweise alle Spektren an LEDs kombinieren in Verbindung mit den Leuchtstoffröhren. In dem Sinne können wir da einfach nur sagen, je nachdem, wie ich meine LED bzw. meine LED-Hybrid-Kombination aufbaue, habe ich ein anderes Spektrum. Weswegen ich das leider nicht ja, darauf eingehen kann. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel seine blauen T5 ersetzen möchte, hatte der Uwe gerade eben im Chat gefragt, wenn man blaue T5 ersetzen möchte, dann kann man am besten hingehen, und das wäre also mein Ansatzpunkt,
den ich da sagen könnte. Man guckt sich einfach an, welche T5-Röhre hat man im Moment. Und dann nehme ich jetzt wieder das Beispiel von ATI, weil sie halt sehr, sehr schön die Grafiken aufgebaut haben. Und sage, okay, welche T5-Röhre möchte ich eigentlich mit LED ersetzen? Möchte ich zum Beispiel meine blaue Blue Plus ersetzen? Und dann haben wir hier schon quasi die Spektrumskurve, die ich versuchen müsste, mit einer LED nachzubilden. Und da sieht man alleine schon, dass man versuchen müsste, sehr, sehr viel im Bereich 440 Nanometer zu erzeugen. Man müsste 460 Nanometer, 400 Nanometer und 550 Nanometer als Lampe zusammenfügen. Wir können dieses Spielchen mal ganz kurz machen, indem ich versuche, mal meinen Desktop rüberzugeben. Ihr müsstet jetzt ziemlich oben im Bereich des Bildschirms eine Aufforderung kriegen, ob ihr den Desktop anzeigen lassen möchtet. Wenn ich das, na, okay, das klappt mal wieder gar nicht. Eine kleine Sekunde, dann haben wir das Problem auch gelöst. Ich muss nur ganz kurz einmal die Bildschirmübertragung neu starten. Es kann sich nur um Stunden handeln. In dem Sinne raucht euch eine. Mein Java ist gerade ein bisschen langsam. Ja. Okay, während wir darauf warten, fange ich dann hier schon mal an, das Ganze zu machen. Und zwar, wie ich gerade sagte, also wir bräuchten definitiv die 430 Nanometer. Wir bräuchten die 450 Nanometer. Damit mische ich jetzt ganz kurz. So. Und wir haben natürlich die 550 Nanometer, die ich gerade schon gesagt habe, also sprich die grüne Beleuchtung. So. Jetzt müsstet ihr theoretisch die Aufforderung sehen, dass mein. Upsa. Na, mein Bildschirm wird irgendwie nicht wiedergegeben, aus irgendeinem Grund. Sorry, funktioniert jetzt gerade nicht, da machen wir es ein bisschen anders. Ich gebe euch sofort das passende Bild dazu. So, wenn ich jetzt ganz kurz einmal eine neue Grafik hochlade, dann haben wir das. Da haben wir die Grafik von der Beleuchtung, die ähnlich ist zu der gerade beschriebenen T5-Röhre. Und zwar habe ich hier eben diesen massiven Peak im Bereich von 430 Nanometer, zusätzlich noch die 450 Nanometer und natürlich auch die grüne. Das ist jetzt einfach nur mal auf gut Glück kombiniert, damit ich ungefähr das gleiche Licht habe. Wobei man natürlich sieht, dass eine LED im rechnerischen Spektrum hier weit mehr abfällt oder weit runder abfällt, ist es aber als es eigentlich ist. Also sprich, normalerweise wäre die grüne LED hätte ein weit engeres Spektrum noch. Wir können deswegen sagen, dass die ungefähr hier zurückgeht, würde ich fast tippen. In dem Sinne, wie er noch ein bisschen näher an die T5 rankommt. Aber im Grundprinzip ist das schon fast das richtige Spektrum, was wir bräuchten, um diese blaue T5-Röhre zu ersetzen. Und die Zusammenstellung ist jetzt einfach nur mal auf den ersten Versuch hin mit vier violetten, also sogenannten UV-violetten Lampen mit 430 Nanometer. Ich habe dafür eine Royalblaue genommen und zwei blaue LEDs, also einmal 450, zweimal 470 Nanometer. Und sogar sieben grüne LEDs verbaut im Bereich von 540 Nanometer, um an dieses Spektrum ranzukommen. Wenn wir versuchen würden, diese LED so zu vermessen, also mit einem richtigen Spektrometer, mit einem geeichten Spektrometer,
dieses vermessen würde, würden wir ein etwas anderes Spektrum rausbekommen. Von Theorie und Praxis sind es da leider immer noch ein paar Welten. Aber wir kommen dem Licht schon sehr, sehr nahe. Hätten wahrscheinlich ein bisschen bessere Ausschläge bzw. ein bisschen höhere Ausschläge, gerade in im Bereich von 470 Nanometer. Also hier müssen wir eigentlich einen höheren Ausschlag haben und eben hier einen bedeutend geringeren Ausschlag haben. Und damit würde man theoretisch die T5-Lampen austauschen. Die Frage ist dann aber jedoch noch, brauche ich wirklich die 7 grünen LEDs, und das funktioniert theoretisch nur noch übers Testen. Ich würde dazu raten, es nicht so aufzubauen, um die T5 zu ersetzen, sondern da eher hinzugehen und eine blaue LED zu verwenden, wie sie zum Beispiel im Bereich von 4000 Kelvin, 5000 Kelvin ist, weil diese haben theoretisch sehr, sehr hohen grünen Bereich, und sie dann zu kombinieren mit dem Bereich von 400, 430 Nanometern. Dann hätte ich quasi ungefähr das gleiche Spektrum, allerdings noch mit dem Vorteil, dass ich das Spektrum noch ein bisschen weiter gefächert habe und daher ein bisschen größer den Bereich habe, den ich eigentlich abdecke. Also noch einen Vorteil gegenüber den T5-Röhren hätte. Jetzt wird ja gerade gefragt, was man über den Lichtcomputer von AquaGo. Was soll man über Lichtcomputer bzw. über den Dimcomputer von AquaGo sagen? Ist der größte Schwachsinn, den es gibt. So einen Scheiß braucht kein Mensch. Nein, natürlich, das ist die ultimative Härte. Das ist das beste und aller super tollste Produkt, weil es überhaupt jemals auf dem Markt gab. Hinterm AquaGo-Computer, hinterm Dimcomputer stehe natürlich ich. Und auch hinter den Matrixen von Martin vom Tropic Meeres Aquaristik, und da stehe ich zum Teil auch hinter. Also die LED Matrix, die hier gerade angesprochen wird, das ist die 4-Kanal Vollspektrum Matrix, und das ist auch die ich in dieser Grafik schon hatte. Also hier ist einfach nur der bei uns gewesen, dass wir uns hingesetzt haben und in vielen, vielen Tagen und Nächten das Spektrum von LEDs angeguckt haben und versucht haben, es bestmöglich zu kombinieren. Das heißt, mit den Möglichkeiten, die wir eben hatten, haben wir die Zusammenstellung gemacht. Und dahingehend ist auch dieses Spektrum entstanden, wo man bei auch hier sieht, wir haben darauf geachtet, dass man halt im Bereich von 400 Nanometer bzw. von 420, 430 Nanometer, dass wir den halt anfangen abzudecken. Dabei den ganz unteren Bereich von 390, 400 Nanometer haben wir zu dem Zeitpunkt nicht abgedeckt, weil die LEDs sehr, sehr schwer zu bekommen sind und auch im Vergleich sehr, sehr teuer sind. Wir haben geguckt, eben, dass das Licht im Bereich von Blau, also sprich für die Chlorophyll A und B Bildung im blauen Bereich, dass da ausreichend vorhanden ist, dass wir das rote Spektrum im Bereich von 660 Nanometer mit den LEDs abdecken, und da eben ein möglichst gutes Licht aus den Möglichkeiten erschaffen, mit eben, was ich gesagt habe, dass wir nicht den massiven Paar-Rekord brechen wollten, sondern da wirklich gesagt haben, wir benutzen einen Paarwert, mit dem man arbeiten kann, in einer Kombination von mehreren Matrixen zusammen. Also sprich, wer eine von diesen Matrixen einsetzt, der wird feststellen, wird nicht klappen. Allerdings dadurch, dass der Paarwert pro Matrix in einem guten Verhältnis ist, hat man eben die Chance, eine flächige Beleuchtung zu machen, wie man es eben von den T5-Röhren erwartet, gewöhnt ist. Natürlich auch dadurch, dass wir weit mehr LEDs einsetzen, um diese flächige Beleuchtung zu erreichen, ist man teurer als mit T5, und das muss man ganz, ganz ehrlich sagen, bleibt nun mal momentan noch der Nachteil der LEDs, dass sie teurer sind.
Der DIMM-Computer an sich ist gut dafür geeignet, um Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge zu kombinieren, beziehungsweise um im Tagesverlauf im Aquarium zu erzeugen. Was ich suboptimal finde, weil es immer noch ein Gerücht ist, aus meiner Meinung nach älteren Tagen, die sogenannte Blaulichtphase. Darüber streiten sich mittlerweile die Geister. Manche sagen, die Blaulichtphase ist das Beste, was es gibt. Manche sagen, die Blaulichtphase sollte man nicht machen. Bei den reinen T5-Beleuchtungen bzw. bei T5- und HQI-Beleuchtungen möchte ich mich nicht zu äußern, ob es da sinnvoll ist oder nicht, weil ich mich dafür einfach nur zu wenig auskenne. Da gibt es andere Spezialisten, die darüber eine sicherlich bessere Auskunft geben können, als ich das kann. Was ich sagen kann, ist, sollen wir eine Blaulichtphase bei LEDs machen? Und da ist meine Meinung nach, man sollte sie nicht mehr machen. Der Grund ist einfach nur dafür, wir haben bei den LEDs beim Spektrum von Anfang an einen sehr, sehr hohen Blauanteil. Das heißt, wir haben den ganzen Tag über bestrahlen wir unsere Korallen mit einem maximalen an energiereichem Licht. Und wenn wir dieses Licht am Ende noch weiterhin verstärken durch diese Blaulichtphase, entziehen wir ihnen zur Nacht hin im Rotbereich das Licht. Das heißt, wir haben dort weniger Chlorophyll A und B. Dann aber bestrahlen wir sie noch mehr mit Energie, die sie den ganzen Tag schon ausreichend haben. Deswegen denke ich, bei einer LED-Beleuchtung, gerade in Verbindung jetzt mit den Vollspektrum-LEDs, die wir halt zusammengestellt haben und mit dem DIMM-Computer, halte ich es eigentlich für sinnvoller, wenn man hingeht und das Licht über den Tag hinaus auf angemessenem Niveau hält. Natürlich angemessen auch zur Tiefe des Beckens, dass die Beleuchtungszeit stimmt und dass man abends das Licht einfach nur langsam abdimmt, damit die Fische zur Ruhe kommen. Damit tut man, glaube ich, dem Aquarium einen weit besseren Gefallen, als wenn man abends nochmal hingeht und gerade einen blauen Kanal, auf dem dann auch noch die 430 Nanometer LED sitzt, dass man die nochmal komplett aufdreht und demzufolge nochmal kurz vorm Schlafengehen die Korallen flecht. Meine persönliche Meinung. Andere Menschen mögen darüber eine andere Meinung haben. Ja, das kann ich dazu sagen. Ansonsten wäre ich jetzt offen für noch weitere Fragen, für andere Anregungen. Ja, bitte Heiko, lieben gerne. Wenn du genauere Details also insgesamt, wer noch genauere Details zu LEDs, zur LED-Beleuchtung haben möchte, bin ich natürlich jederzeit gerne bereit, diese zu beantworten. Wer spezifische Fragen zu den von mir angebotenen Produkten hat, der möchte mich doch dann lieber privat anschreiben, beziehungsweise im NRW-Riff, im Fachbereich von AquaGo bzw. von Tropic Meeresaquaristik schreiben, da ich die Präsentation zwar hier führe und auch auf die Vor- und Nachteile von den LEDs eingegangen bin, in Bezug auf den LEDs, die ich selber vertreibe, ich aber nicht die Veranstaltung nutzen möchte, um eine reine Werbeveranstaltung für mich und mein Produkt zu machen. Es soll hier in erster Linie um die LEDs insgesamt gehen und auch in euch an die Hand zu geben, wie ihr eine LED-Beleuchtung sinnvoll auswählen sollt. Also da bitte nicht davon ausgehen, dass ich das ultimativ beste Produkt habe und alle anderen sind suboptimal. Das ist auf gar keinen Fall so, denn wie ich eben auch gezeigt habe, die Giesmann Aurora zum Beispiel ist schon mal eine von den besten Hybrids, die es momentan auf dem Markt gibt und da kann euch der Ronny Schöpke bzw. der Henning Wiese auch einiges darüber erzählen, wie gut diese Lampe wirklich ist. Wir haben aber auch andere LED-Lampen, wie zum Beispiel die Orphec Atlantic 2.1, die jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen ist, wo man einfach nur sagen muss, das sind Top-LEDs und die haben quasi, was eine LED-Beleuchtung an sich angeht, alles richtig gemacht. Und da sollten wir uns alle mal, gerade wenn wir uns selber eine LED bauen, einen Maßstab dran nehmen.
Ja, Moritz, vielen von meiner Seite auch vielen Dank. Hast du wie immer hervorragend gemeistert, die Situation, auch unsere kleinen technischen Ausfälle. Ja, AquaGrow können wir auch als Forum sehr empfehlen. Ich glaube, du bist da der richtige Ansprechpartner. Du hast die Sachen, sag ich mal, auf Lager. Du hast den Plan. Sehr hilfsbereit, so habe ich dich kennengelernt. Verständnisvoll. Ja, wenn jemand Fragen hat, Anregungen, unten in den Chat schreiben oder halt, wie Moritz gerade sagte, im NRW-Riff oder ihn persönlich anschreiben. Wir werden es jetzt trotzdem mal probieren, nochmal die Mikrofone so freizuschalten. Vielleicht hat der Henning noch eine Anmerkung als Spezialist. Es wurde gerade nochmal gefragt, welche Software ich eben angesprochen habe. Also das Ganze ist keine Software zum Erstellen von LED-Lampen, sondern es geht sich um eine Analyse, eine theoretische Analyse für Spektrum, was das Ganze ist. Das Ganze findet man im Internet unter spektra 1023 world.net. Ich poste den Link jetzt aber auch nochmal in den Chat, damit ihr euch da eventuell mal ein bisschen austoben könnt, wie es eigentlich dazu kommt. Möchte aber da ganz genau sagen, also es ist ein sehr guter Anhaltspunkt, um mal ein bisschen Spektrum zu verstehen, um ein bisschen damit rumzuspielen. Es ist allerdings immer noch eine Theorie und eine LED als Spektrum an sich ist immer noch anders aufgebaut. Das heißt, man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ich nehme jetzt die LED und klick mir die LED und klick mir die LED, die kaufe ich mir jetzt alle und vertraue darauf, dass der Hersteller exakt das Spektrum trifft, was ich mir zusammengestellt habe. Aus dem Grund gehe ich momentan hin und habe mir sage und schreibe mal wieder irgendwas um die 40 neue LEDs bestellt im Bereich von 390 Nanometern bis nach 680 und sämtliche Kelvin-Bereiche durch, die ich komplett einzeln vermessen lasse mit einer spektralen Analyse, um daraus aus den einzelnen Hersteller-LEDs eine gute Aquarienlampe zusammenzubauen. Beziehungsweise das Spektrum, was wir eh schon meiner Meinung nach sehr, sehr gut getroffen haben für Korallen, dass wir dieses nochmal optimieren. Also da muss wirklich jede einzelne LED für vermessen werden, was ein sehr hoher Zeit- und Kostenaufwand ist. Deswegen greift da lieber auf das zurück, was ihr kennt, bildet eine Lampe nach, beziehungsweise schreibt mich einfach an, wenn ihr irgendwie bestimmtes Spektrum für eine bestimmte Koralle schaffen wollt und ich kann euch gerne da helfen, da irgendwie was Gutes zu finden. Ja. So. Jetzt fragte der Frank gerade noch, dass das Spektrum eher Moment, das Spektrum eher rechnerisch ermittelt ist. Und eine LED-Lampe-Matrix dann nicht nur eine Anzahl einzelner Nanometer-Peaks. Im Prinzip ja. Also wenn wir uns eine LED-Lampe angucken, wenn wir uns ein LED-Spektrum angucken, dann muss ich nochmal ganz kurz hier zurückgehen und nehme wirklich mal diese blauen LEDs. Wir sehen hier, dass das Spektrum relativ rund ist. Also, dass es wirklich ist, es steigt langsam an, beziehungsweise ich nehme einfach mal die grüne heraus, da die so schön alleine steht, dass die grüne wirklich hier relativ steil ansteigt, bis auf den Peak, den sie eigentlich haben sollte, nämlich genau im grünen Bereich und noch relativ stark, wie er abfällt. Wenn wir die Amber nehmen, ist dieser zum Beispiel noch stärker. Das ist natürlich auch nicht der Realität entsprechend. Das sind Herstellerdatenblätter. Eigentlich ist ein Spektrum besteht aus vielen, 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 ganz, ganz vielen Einzelpeaks, die schwanken. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man die LED, die der Ronny vermessen hat, also die Giesmann Aurora,
Wenn ich das hier einmal versuche rein zu zoomen, dann sieht man alleine hier schon, dass sie halt quasi mehr oder weniger stufenweise nach unten weggeht und auch keinen so dominanten Peak hat, sondern viele Peaks, die ineinander übergehen. Also sprich hier zum Beispiel in dem grünen Bereich sieht man es sehr schön, wie ja, dass sie eigentlich sehr, sehr viele ganz, ganz kleine Peaks hat. Wir mitteln diese Werte halt nur bei unseren Datenblättern sehr, sehr stark. Die Spektren, die wir uns errechnet haben, waren damals im Bereich gemacht, von wegen, dass wir erst die Spektren einzeln genommen haben, diese überlagert haben, in verschiedene Anzahl multipliziert haben, die einzelnen Spektren, und daher versucht haben, eine Kurve zu bilden, die die einzelnen LEDs laut Herstellerangaben haben. Sobald wir die LEDs hatten, haben wir diese dann direkt an Henning geschickt. Henning hat sie für uns vermessen, hat dadurch das Spektrum, was ich eben in dem Bereich, in dem einen Sheet eingeblendet hatte, erstellt. Und daher wissen wir, dass wir mit unserer theoretischen Überlegung zwar nicht 100% das Spektrum getroffen haben, aber dass wir doch relativ nahe dran waren zwischen der Theorie und der Praxis. Gerne, Frank. Ja, was bleibt sonst zu sagen? Ja, wir können jetzt eigentlich noch ganz, ganz unbeschwert plaudern. Weil theoretisch geht unser Seminar ja bis 10 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt noch mindestens 25 Minuten totquatschen. Ansonsten habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich zu schnell war und zu wenig Infos rübergebracht habe. Das ist wie damals in der Schule, ne? Da haben die Lehrer auch immer gesagt, nee, die Zeit ist noch nicht um. Richtig, Zeit ist noch nicht um, ihr müsst jetzt Fragen stellen bis zum Ende. Beziehungsweise einfach erzählen. Jeder, der was sagen möchte, am besten noch einmal vielleicht Raum rein, raus und dann auf Zulassen klicken, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Gerade waren sie alle so gesprächig und zeigfreudig. Achso, wie schaut bitte so eine Matrix aus, wird jetzt gerade noch. Ich kann es mal ganz kurz, Wopper. Ich habe hier eine Matrix rumliegen, kann ich gerne mal zeigen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und zwar ist das die Matrix, die ich gerade aufbaue für das NRW-Riff Ablegerlampenprojekt. Das soll ja erstmal starten. Opa. Und dafür habe ich mir überlegt, ein guter Start wäre natürlich, wenn man auch direkt eine LED-Beleuchtung dafür hat. Ich mal ganz kurz, ich klaue mir mal hier meine Kamera. Achtung, jetzt wird's wild, bitte nicht seekrank werden. So, also das ist diese Matrix. Jetzt muss ich nur versuchen, die irgendwie ins Bild zu bekommen. Genau, das sind diese Matrixen. Und wenn ich jetzt hier mit dem Zeigestift gehe, also wir kombinieren halt verschiedene Spektren miteinander. Die ich hier liegen habe, ist eine 12-Dot-Matrix. Also sprich, wir haben die vier Kanäle. Andere Seite sieht man ein bisschen besser. Wir haben die vier Kanäle, die immer einzeln angesteuert werden und dann immer eine Reihe ansteuert. Also hier zum Beispiel die blauen. Dann haben wir die, hier sind es zwei rote LEDs, die halt für den Bereich von 660 Nanometer verantwortlich sind. Wir haben auch die Cyan-LED, die grüne. Wir haben die weißen LED hier und die hier oben ist halt die UV-LED, die in Verbindung wiederum mit zwei blauen LEDs steht, damit wir das komplette Spektrum haben. Wenn ich gerade keinen Fehler mache, dann können wir theoretisch das Ganze auch mal ganz kurz anmachen. Dazu muss ich nur die LEDs runterdrehen, weil sonst werdet ihr mir alle blind und ich außerdem auch. Achso, so ein kleiner Tipp zur LED-Beleuchtung. Wenn ihr selber LEDs baut, guckt niemals in die LEDs rein. So, ich mache es jetzt mal hier ein bisschen weg. Versuch gerade mein Dings hier zum Halten zu bringen. So, im Prinzip können wir die einzelnen Kanäle jetzt über die KSQ ansteuern. Also ein bisschen hell machen. So, also wir sehen hier...
den ersten blauen Kanal, wo wir halt die zwei blauen LEDs haben, in Verbindung mit der UV-LED. Bei mir erscheint das jetzt sehr, sehr grell. Und ich hoffe aber, man kann es erkennen, wie die UV-LED drin ist. Im zweiten Kanal von 6500 Kelvin, da sehen wir hier schon, whoppa, so, da sehen wir hier schon, dass es halt das relativ weiße Licht ist, wird als kaltweiß bezeichnet, 6500 Kelvin. Wenn ich jetzt den dritten Kanal, whoppa, ich kann gerade nichts mehr erkennen. Wenn ich jetzt den dritten Kanal aufdrehe, sehen wir halt den roten Kanal zusammen mit dem grünen. Dieses ist, da. So, haben wir halt links und rechts die 660 Nanometer und in der Mitte halt die grüne LED, also grünen Cyan, leichten Blaustich mit drin. Und wenn wir auf den, whoppa, wenn wir auf den letzten Kanal gehen, dann haben wir halt nochmal die rein blauen. So, da mal die rein blauen, wo wir auch sehen, dass hier 450 und 470 Nanometer in Verbindung sind. Und wenn ich die halt jetzt zusammen anmache, ich drehe jetzt gerade erstmal die beiden blauen hoch. So, haben wir halt die beiden blauen. Und wenn ich jetzt zu den blauen nur die roten nehme, dann müsste man theoretisch erkennen, dass dieses Licht schon sehr im pinken Bereich geht. Ich versuche es gerade mal, mir ein weißes Blatt Papier zu klauen. Gut, wenn man neben dem Drucker sitzt. Dass wir hier in den, ja, in den blauen mit dem leichten violetten Licht reingeht. Und das ist einfach, weil dieser Lampe jetzt im Moment immer noch ein Grünteil fehlt, der eigentlich nur durch die weißen LEDs kommt. Und wenn ich halt die, boah, Scheibenkleister, das ist das, was ich gerade meinte, guckt niemals in die Lampe rein, weil das ist ungünstig. So, wenn ich jetzt die weißen dazu nehme, dann sehe ich halt, dass das Licht wiederum in einem relativ kaltem Weiß ist, mit einem schönen Blauanteil drin. Und das ist eben das, was uns wichtig war, dass es fürs Auge gut aussieht, dass es halt nicht so pinklastig ist, wie eben das optimalste Spektrum mit dem geringsten Energiebedarf. Und auch eben eine relativ flächige Beleuchtung, wenn man das so, wenn ich das jetzt so zeige. Ist das halt relativ gut. Ich hätte jetzt noch mal ganz kurz den Vergleich, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn man sich dieses Bild hier anguckt, wie ich das eben da ausleuchte und dann im Vergleich dazu einen Reflektor drauf packe. So, einen Reflektor drauf packe, wo man dann auch schon sieht, dass die einiges heller strahlt hoffentlich. So, ich drehe jetzt mal ganz kurz wieder ab, weil sonst kann ich nichts sehen. Also das ist jetzt einfach nur die LED mit dem Reflektor oben drauf, der das Licht halt mehr nach unten lenkt. Entschuldigung, ich sehe gerade nichts mehr. So, jetzt kommt auch gerade meine Freundin nach Hause. Wunderschön. Eichert. So, dann wurde jetzt hier gerade noch mal gefragt, wie viel LEDs man für ein Nanobecken nehmen würde, von 45 Liter. 45 Liter zu beleuchten ist ein Erfahrungswert. Es reicht eigentlich eine LED-Leistung von, boah, lass mich lügen, ich glaube von knappen 20 Watt maximal. Gerade bei diesen niedrigen Becken. Das kommt einfach nur daher, ich gehe bei einer LED grundsätzlich von energieeffizienten LEDs aus. Das heißt, ich benutze LEDs, wie sie zum Beispiel von der Firma Cree oder Epiletz oder Semi-LED hergestellt werden. Also schon die LEDs, die sehr viel Beleuchtungsstärke haben, sehr viel Licht produzieren bei sehr geringer Wattleistung. Wenn ich jetzt auf
sage ich jetzt mal, ganz, ganz günstige China-LED, LEDs gehe, habe ich einen weit höheren Energieverbrauch und ein sehr geringeres Licht. Zusätzlich überhitzen die ganz gerne, ich habe eine Energieverschwendung und ich kann die LEDs relativ häufig austauschen. Deswegen grundsätzlich meine Angaben von Wattleistung nur von absoluten Marken-LEDs. Da gehe ich halt von 20 Watt ungefähr aus, die man als Richtwert nehmen kann und dann eben auch in der Kombination, wie ich es eben schon erwähnt habe, dass ich halt alle LEDs zusammennehme, die ich halt brauche. Sprich, ich habe die 400, 430 Nanometer in unterem Bereich abgedeckt. Ich habe den mittleren Bereich abgedeckt mit einer LED, die Cyan hat oder zum Beispiel einer grünen LED. Mit auch, dass ich hochgehe in den roten Bereich von 620 LEDs über die warmweißen und von den 660 über eine tiefrote LED. Ich selber habe ein Becken bei mir, das hat knappe 30 Liter. Und da habe ich eine von diesen 12er Matrixen drüber mit geregelt auf ca. 50%. Also es heißt, nee, Quatsch, gar nicht wahr, ist gar nicht auf 50% geregelt, sondern auf 100% mit 700 mA. Das heißt, ich habe 24 Watt über diesem Becken und die dann halt gedimmt. Und das ist auch, was meine ich, absolut reichen würde. Wenn du ein ausgewogenes Spektrum nimmst, das heißt, wenn du 5 verschiedene LEDs hast in den richtigen Spektren zusammengestellt und dann auf eine Wattleistung von ca. 20 kommst, sollte das dicke reichen. Ich habe jetzt hier bei denen insgesamt 4 royalblaue und 4 blaue LEDs verbaut. Reicht. Also meiner Meinung nach sollte das ohne Probleme reichen. Wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und das Spektrum halt ganz genau rausfinden möchte, beziehungsweise ganz genau die Anzahl hat, möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf eingehen. Da kannst du mich aber auch gerne mal privat anschreiben, dass man sagt, von wegen, du möchtest die LED-Lampe bauen, eventuell mit dem kompletten Spektrum, oder du legst halt Wert auf zum Beispiel lichthungrige Pflanzen, also du möchtest lichthungrige, warum bin ich immer bei Pflanzen? Lichthungrige Korallen und möchtest da zum Beispiel Acroporas mit ca. 500 Paar erreichen, dann kann ich dir ganz genau sagen, welche du dafür nehmen könntest. Andererseits, wenn du sagst, hey, ich möchte halt hauptsächlich Weichkorallen haben oder welche, die im oberen Teil des Flachriffes wohnen, dass du da eben einen etwas höheren Rotanteil noch nehmen möchtest, beziehungsweise eher bräuchtest, dann sieht die Empfehlung schon mal ein bisschen anders aus, weil wir da zum Beispiel auf den Bereich von 470 Nanometer ein wenig verzichten können und dafür lieber ein bisschen mehr vom Orangen reinnehmen, was die LED wiederum auch das Becken an sich heller erscheinen lässt. Jetzt wird gerade gefragt, ob es egal ist, ob man 1 Watt oder 3 Watt LEDs nimmt. Im Prinzip ist das egal, weil man kann jede LED auf eine bestimmte Wattzahl fahren. Es liegt einfach nur, die Grundlage der LED ist, dass sie auf einem konstanten Strom laufen. Also man hat grundsätzlich eine Milliampere-Zahl, auf der diese LED läuft und eine, die diese LED bei diesem Strom benötigt. Bedeutet auf gut Deutsch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine blaue Cree nehme, dann hat sie bei 350 Milliampere einen Verbrauch von ca. 3 Watt. Und jetzt kann man einfach rechnen mit der elektrischen Formel Spannung mal Strom gleich Watt. Ist das Ganze auf Deutsch. Das heißt, ich nehme 3 mal 0,35. Bräuchte ich einen Taschenrechner für, weil kann ich nicht im Kopf. 0,35 mal 3. Und dann bin ich auf eine Leistung von 1,05 Watt. Wenn ich diese LED wiederum mit 1,5 Ampere bestrome, was das Maximum ist, dann hat diese LED einen Verbrauch von ca. 3,4 Volt braucht sie bei 1,5 Ampere. Und dann bin ich auf 1,5
mal 3,4 und dann hat die gleiche LED einen Verbrauch von 5,1 Watt. Wie man gerade merkt, das Maximum der LED, habe ich gerade gesagt, sind 1,5 Ampere. Das ist herstellerspezifisch. Die sogenannten 1 Watt LEDs haben halt einen maximalen Strom von ca. 450-500 Milliampere. Wenn man noch höher geht, gehen die kaputt. Diese 3 Watt LEDs haben normalerweise einen maximalen Strom von 800 bis 850 Milliampere. Ich habe es versucht, eine 3 Watt LED mit 1,2 Ampere zu bestromen. Kann ich sagen, dass das nicht funktioniert. Die LED ist einfach nur durchgeknallt. Aber es ist halt das Problem an diesen 1 Watt LEDs, dass sie einen relativ hohen Strom haben, relativ hohe Spannung haben bei relativ geringem Strom. Wenn ich jetzt eine Marken-LED nehme, die gar nicht mal in der Klasse von 1 bis 3 Watt klassifiziert ist, sondern einfach nur gesagt würde, die hat einen Verbrauch von so und so viel Watt bei diesem Strom, und einen Maximalstrom von 1,2 oder 1,5 Ampere, dann kann man sie auf 1 Watt oder 3 Watt betreiben. Ich gehe davon aus, dass eine Cree-LED, die ich mit 700 mA bestrome, das heißt, die im Endeffekt 2 Watt verbraucht, hat die gleiche Leistungsklasse wie eine 39 Cent China-LED mit 3 Watt.
Kühlkörper hat einen bestimmten Grad, an dem er sich erwärmt, umso mehr eine bestimmte erwärmt sich und gibt eine bestimmte Anzahl an Wärmeenergie wiederum an die Umgebung weg. Und dabei erwärmt sich der Kühlkörper an sich. Grundsätzlich sollte ein Kühlkörper nicht mehr als ca. 50 Grad erreichen, meiner Meinung nach. 50 Grad des Kühlkörpers führt dazu, dass zwischen dem Kühlkörper an sich und der LED, die da drunter hängt, in dieser kleinen Sperrschicht, die wir durch Wärmeleitkleber oder durch Wärmeleitpaste haben, minimal höhere Temperatur an dem, an der Starplatine sind, beziehungsweise an den Matrixplatinen sind. Wiederum zwischen der Matrixplatine und der LED, also dem Emitter an sich, ist auch eine Sperrtemperatur, die wiederum dazu führt, dass sich dass der Emitter nochmal wärmer ist als die Platine. Das heißt, wenn wir 50 Grad am Kühlkörper haben, können wir davon ausgehen, dass wir ca. 70 Grad am Emitter haben. 70 Grad am Emitter, das ist eine Temperatur, wo wir langsam anfangen, uns Gedanken zu machen. LEDs von Epilets, von Semi-LED und von Cree sind normalerweise spezifiziert auf 85 Grad Celsius. Das heißt, 85 Grad Emittertemperatur ist das, wo wir 100% der Leuchtkraft haben und wo wir 100% der Lebensdauer noch haben. Umso weniger Grad ich habe, umso effizienter wird die LED und umso länger kann diese LED auch halten. Jetzt kommt es natürlich darauf hin, wie berechne ich den Kühlkörper? Und dazu ist es relativ einfach, wenn man sich den Kühlkörper anguckt. Ich mache das jetzt ganz kurz, indem ich schnell mal eine Tabelle runterlade und die im Raum poste. Und zwar von einem Standard-Strang-Kühlkörper. Ich möchte einen Standard-Strang-Kühlkörper haben. Das dauert eine Sekunde, ich muss die richtige Nummer finden. 198. So. Jetzt. Wir haben Bild speichern unter und wir haben hier Datei speichern, importieren. So, eine Sekunde. Da. So, Bild eines Standard-Strang-Kühlkörpers, der hat eine Breite von 300 mm, also sprich erst 30 cm breit. Und er hat an der Seite, also sprich hier, ein sogenanntes Wärmediagramm. Das Wärmediagramm muss man lesen lernen. Grob gesagt ist es, du hast hier unten eine Skala, in der die Zentimeter angegeben sind. Und wir haben hier an der Seite einen sogenannten KW-Wert, also ein Kelvin-Watt-Wert. Das bedeutet, ich nehme einfach mal die 10 cm hier raus, das ist diese Skala hier. Ich habe bei 10 cm einen Wert von ca. 0,75. Das bedeutet, der Kühlkörper erwärmt sich um 0,75 Grad pro Watt. Nicht Grad Celsius, sondern Grad Kelvin. Ist einfach nur, weil wir nicht die Temperatur des Kühlkörpers nehmen, sondern wir nehmen eine Differenztemperatur. Sprich, wenn wir an 10 cm, auf 10 cm dieses Kühlkörpers eine LED hängen mit einem Watt, dann erhöht sich die Kühlkörpertemperatur um 0,75 Grad Kelvin, sprich, wenn wir eine Raumtemperatur von 25 Grad haben, hat der Kühlkörper eine Temperatur von 25,75 Grad. Und jetzt können wir anfangen zu rechnen. Das heißt, wir haben eine benötigte LED-Leistung, sage ich jetzt mal für mein Becken, von 800 Watt. Wir schlagen direkt auf die vollen, weil unser Becken ist wahnsinnig groß und wir haben 800 Watt über diesem Becken. Dann muss ich mir diese 800 Watt aufteilen in kleinere Bereiche, die ich irgendwann mal anfangen kann zu rechnen. Das heißt, unser Becken, das hat 4 Meter, sprich 400 Zentimeter. Und dann teile ich mal die 4
Dann teile ich die 800 Watt geteilt durch 400 Zentimeter. Das heißt, ich bin noch ungefähr auf 2 Watt pro Zentimeter. Sprich, auf 10 Zentimeter hätte ich 20 Watt. So, und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe 20 Watt auf 10 Zentimeter. Das bedeutet wiederum, ich habe im Sommer eine maximale Temperatur bei mir zu Hause von 32 Grad. Hatten wir ja vor kurzem die 32 Grad, oder sagen wir lieber mal 37 Grad, hatten wir ja vor kurzem. 37 Grad und ich habe 20 Watt. Also nehme ich die 20 Watt mal 0,75, habe eine Erwärmung von 15 Kelvin, das heißt, plus die 37 Grad Raumtemperatur, die ich habe, hätte ich eine Gesamttemperatur von 52 Grad. Ich bin über den 50 Grad, die ich gerade erwähnt habe. Das heißt, an dieser Stelle für dieses Becken mit dieser Wattleistung würde ich einen etwas besseren Kühlkörper wählen. Oder eine etwas geringere Bestromung. Sollte beides nicht möglich sein, dann muss ich die Konvektion des Kühlkörpers erhöhen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass er mehr Wärme an die Luft abgeben kann. Und das mache ich wiederum dadurch, dass ich ihn aktiv belüfte. Sprich, ich nehme einen Lüfter, der über die Kühlrippen bläst. Dadurch gebe ich mehr Wärme an die Luft ab und dadurch bleibt der Kühlkörper auch kühler. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, und das ist meine ganz eigene persönliche Meinung, eine LED-Beleuchtung sollte immer so ausgelegt sein, dass im Falle eines Lüfterausfalls die Temperatur nicht über eine bestimmte, über einen bestimmten Wert geht. Und das ist meiner Meinung nach die 50 Grad, weil, wie ich gesagt habe, durch alle möglichen anderen Parametern, da ist die, zum Beispiel, wie ich den Kühlkörper aufhänge, hänge ich ihn horizontal auf oder vertikal. Das sind alles Unterschiede, die beeinflussend sind. Und für mich habe ich herausgefunden, wenn ich eine Temperatur von 50 Grad am Kühlkörper pauschalisiere, dass ich sage, okay, da gehe ich nicht drüber, dann kann ich sicher sein, dass die LED bei unter 80 Grad betrieben wird. Ja, so komme ich zur Kühlkörperberechnung. Ein unheimlich komplexes Thema, unheimlich schwer. Wenn ihr Fragen habt, bevor ihr eure LEDs hochjagt, fragt mich besser, sagt, hey, ich habe diese Fläche zur Verfügung, ich habe diese Wattleistung, die ich verwenden möchte oder ich möchte die LEDs verwenden. Welchen Kühlkörper kannst du mir empfehlen? Einerseits benutze ich die Kühlkörper, also die Strandkühlkörper halt hier, die darauf ausgelegt sind, passiv zu kühlen. Andererseits bin ich auch momentan dabei, andere Kühlkörper mir zu beschaffen, die halt eben auch einen passiven Betrieb auf eine viel größere Fläche erlauben. Weswegen ich auch gerade das Bild so schnell zur Hand hatte, das sind auch die Kühlkörper, die ich in Zukunft einsetzen möchte für neue flächige LED-Lampen. Aber das ist noch ein Zukunftsthema. Wir entwickeln uns bei AquaGrow. Okay, jetzt erstmal. Achso, ich glaube jetzt hier. Mir wird gerade gesagt, danke für ehrliche Antwort, mein lieber Dirk. Ganz, ganz ehrlich, ich habe zwei Möglichkeiten. Einerseits, ich lüge euch an und verkaufe irgendeinen Scheiß, oder ich bin ehrlich zu euch und ihr seid happy. Wenn ihr happy seid und ihr nicht bei mir kauft, ist mir das immer noch lieber, als wenn ich irgendwas verkaufe und ihr meinen Namen in den Dreck reißt. Weil hinter meinem Produkt stehe ich mit meinem privaten Namen und das ist mir das Allerwichtigste. Der DIMM-Computer von mir, also die AquaGrow Mini TFT, der kann Aktivlüfter steuern. Das sogar in zwei Hinsichten. Einerseits hat er einen Temperatursensor, der halt die Kühlkörpertemperatur direkt misst. Andererseits hat er die Messung eines externen Sensors, also sprich eines Wassertemperatursensors, der auch das Aquarium runterkühlen kann über Lüfter. Das habe ich als Feature eingefügt, direkt von Anfang an, weil ich halt wollte, dass keiner, der diesen Computer einsetzt, seine LEDs gefährden kann. Das bedeutet einerseits, man gibt beim Computer einen Wert ein, sage ich jetzt mal zum Beispiel, bei mir in meinem Aquarium sind es 30 Grad,
Ab 30 Grad fangen die LED-Lüfter an zu laufen. Das heißt, meine komplette Abdeckung wird aktiv gekühlt. Ich habe aber auch die im Aquarium verbaut, weil ich gerade mein neues Becken erst am Aufbauen bin, wo die neue Beleuchtung reinkommt. Bei 30 Grad fangen die Lüfter an zu laufen mit einer relativ niedrigen Umdrehungszahl. Das macht die Lüfter einfach nur leise. Ab einer bestimmten Temperatur fangen sie dann an auf zu laufen. Das ist bei mir unter der Abdeckung 40 Grad. Und bei 50 Grad, wenn die gemessen werden, schalten meine LEDs ab. Also dem Computer ist darauf ausgelegt, dass er so eine sogenannte Shutdown-Temperatur hat. Wenn man die einstellt auf einen Wert von 50 Grad, dann dimmen alle LEDs sofort auf 0. Und das ist eben für den Fall, dass der Lüfter einfach mal ausfällt. Normalerweise reicht meine Kühlleistung aus, um die LEDs unter der Abdeckung auf 35 Grad zu halten. Sollten beide Lüfter angehalten werden, geht die Temperatur hoch auf 60 Grad. Das möchte ich nicht, deswegen schalten die LEDs bei 50 Grad einfach aus. Ist das Einfachste. Ja, aktive Lüftersteuerung kann ich vielleicht noch sagen, ist grundsätzlich vorgesehen, drei Lüfter damit zu steuern, weil 500 Milliampere das auf dem Kanal das geringste, das Maximum ist. Und für alles andere muss man sich leider Zusatzplatinen kaufen, weil mit drei Lüftern normalerweise man auskommt. Aber ich auch nicht die Lüftersteuerung so immens hochdimensionieren konnte, wollte, dass alle damit zufrieden sind. Das heißt, wer zum Beispiel 10 Lüfter braucht für seine Abdeckung, weil sie im geschlossenen Gehäuse ist und eine sehr, sehr hohe Wattleistung hat, der kann einfach über eine kleine Zusatzplatine von 10 € diese Funktion nachrüsten und von mir aus auch lieben gerne 50 Lüfter daran anschließen. War mir die bessere Lösung, da ich einfach nicht wollte, dass jemand unnötig Geld ausgibt. Ein Link zum DIMM-Computer. Jetzt mache ich hier doch noch Schleichwerbung für mich. Ihr seid gemein. Ja, den Link gibt es natürlich, aber. Du hast es dir auch verdient, ne? Ja. Ich habe gesagt, ich halte ein Seminar über LED-Technik und nicht, ich mache Schleichwerbung für meinen DIMM-Computer. Also der. lieben gerne, also der Link zum DIMM-Computer im Shop ist natürlich dieser dort. Und eine kleine Geschichte zum DIMM-Computer bzw. auch zur Entstehung findet ihr noch unter diesem Link. So, kann man den DIMM-Computer auch missbrauchen, um weitere Kanäle, um auf weiteren Kanälen Dosierpunkte zu schauen? Nein. Es ist nicht vorgesehen, dass du die LED-Dimmung zum Steuern von Dosierpumpen verwendest. Dafür gibt es schlichtweg einfach nur eine 5-Kanal-Dosierpumpensteuerung, die der Computer hat. So, jetzt bin ich so weit. Opa, ich greife mal zur Seite. Bitte nicht wundern, das ist wirklich mein Testcomputer. Das ist der, mit dem ich momentan hier selber rumbastel. Also man hat im oberen Bereich, wuppa, die komplette LED-Dimmung heißt, man kann insgesamt 20 Kanäle damit steuern, also 20 KSQs damit ansteuern und dimmen. Und hier auf der Seite, auf dieser, hat er eben 5 Kanäle, womit man Dosierpumpen steuern kann. Das heißt, wie ich zum Beispiel die Essentials, RTI Essentials betreibt, kann 3 Kanäle dafür benutzen, dass die Elemente 1, 2 und 3 dosiert. Er kann den 4. Kanal dafür benutzen, dass er das Wasser wieder aus dem Aquarium zurückpumpt, weil man soll ja immer die Menge die Menge, die man zugibt, plus minus das Flotat auch am Tag abpumpen, also diesen Mikrowasserwechsel. Das kann man zum Beispiel auf der 4. Pumpe machen. Und die 5. Pumpe, das ist diese hier oben. Ist überhaupt, ja, die 5. Pumpe hier oben, die benutze ich in Verbindung mit einem Wasserstandssensor, damit mein Wasserreservoir automatisch aufgefüllt wird. Also ich habe einfach nur einen kleinen Schwimmschalter bei mir drin, der halt anzeigt, wie hoch mein Wasserstand ist. Und sobald mein Wasserstand fällt, dann fülle ich direkt mit Osmosewasser wieder auf. Ist das Praktischste. Und
Er unterstützt alles. Also er hat weit mehr Funktionen, als ich da jetzt ganz genau drauf eingehe. Vor allen Dingen, weil ich auch momentan ständig einmal weiter bin. Ja. In dem Sinne, da am besten durchlesen auf der Seite beide Links, die ich gerade mal gepostet habe. Oder guckt euch auch einfach mal meinen Blog an. Ich habe nicht nur den Online-Shop, ich betreibe auch halbwegs aktiv einen Blog über Aquariensteuerung. Lest da einfach mal ein bisschen. Und wenn ihr Fragen habt, dann sprecht mich am besten wirklich privat an. Na, also schreibt mir entweder eine E-Mail, reagiere ich am schnellsten drauf. Schreibt mich bei NRW-Riff an, stellt eure Fragen im Forum. Oder wenn ihr Bock habt, abends ab 6 Uhr könnt ihr mich auch einfach anrufen. Und wer aus der Umgebung kommt, ist lieben gerne auch mal eingeladen vorbeizukommen, wenn ich Zeit habe, dass wir uns abends auf ein Bierchen hinsetzen und reden. Das hört sich an wie die Zigarette danach. So. Na, die brauche ich noch nicht. Wirklich super. Denk mal, du hast da ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht bei einigen, auch bei mir. Das war Sinn und Zweck davon. Also ganz besonders empfehlen, wenn das Thema LED aufkommt, geht einmal bitte auf Salzwasserwelten, ist das. Das ist die Seite, die ich eben auch schon missbraucht hatte vom Ronny Schöpke. Ein unheimlich netter Typ, der sehr, sehr viel im Bereich von LED-Messung macht und auch von Produkttests von LED-Lampen. Also das ist gerade was das angeht, eine super Adresse. Und natürlich unseren Henning, also den Henning Wiese, der heute auch zugehört hat und sich ein bisschen im Chat beteiligt hat. Seine Seite, das ist Hennings Miniriff. Die Adresse suche ich auch gerade. So, das ist diese. Auch sehr, sehr informative Seite, was LED-Beleuchtung bzw. insgesamt Beleuchtung angeht und auch was die Messung von einigen von einigen Lampen angeht. Also kann ich beide Seiten absolut empfehlen. Viel von meinem Wissen kommt von diesen beiden Herren. Ja. Ja, dann nochmal vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank an alle Zuhörer und Teilnehmer des Seminars. Wir hoffen, es hat euch auch sehr gut gefallen und wir sehen uns bei den künftigen Seminaren. Es hat Heike noch mal ganz kurz eine Frage. Die beantworten wir jetzt auch. Also die eine Frage beantworte ich noch und danach schreibt einfach ins Thema vom Seminar bei NRW-Riffe oder schreibt direkt in den Händlerbereich beziehungsweise in mein Herstellerboard, wenn ihr Fragen zum DIMM-Computer habt. Da gibt es ein Thema, wenn ihr Fragen zu der Beleuchtung habt von mir, auch lieben gerne da schreiben. Und ansonsten, ja, auf der Homepage unter Kontakt findet ihr meine Telefonnummer. So, Heiko? Ja, Heiko, deine Frage, die letzte. Ja, ach so, genau. Bevor ich jetzt hier alle gehen, möchte ich mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. War natürlich schön, ganz besonders auch mit Fragen und sonstiges. Das zeigt immer, dass das Thema doch etwas ist, worüber man berichten sollte. Und wenn der eine oder andere Wissen davon mitgenommen hat, dann ist das das höchste Lob für mich, weil dafür mache ich es. Ja, er wird gerade gefragt. Ich plane 260 Watt Module auf 5 Kühlkörpern, also insgesamt 600 Watt. Sollen da noch T5 nutzen bzw. mit einbauen? Also erstens, weil ich nicht im großen Becken ist. Ja, bei 600 Watt tippe ich auf ein größeres Becken.
Wichtig ist da zu wissen, wie tief das Becken ist, also wie tief, wie hoch, wie breit. Und daraufhin kommt es hin. Also jetzt bei 1,80 Meter und 55 cm Breite. 180, 55 breit. Also 1,80 Meter lang, 55 breit und 60 cm tief, also 6 cm Höhe. Finde ich jetzt im Moment gerade aus dem Kopf, dass das ein bisschen zu viel Watt sind. 18 mal 5,5 mal 6. Also auf 600 Liter 600 Watt an LED halte ich für zu viel. Definitiv halte ich für zu viel. Mag zwar schön und gut sein, du hast die Leistungsreserven, aber ich sage dir von vornherein, versuche es zu dimmen. Also definitiv eine dimmbare Lösung zu nehmen, damit du da nicht Probleme bekommst, weil es könnte wirklich sein, dass die Korallen verbrennen. Danach auf 5 Kühlkörper, also wenn du wirklich von 5 Reihen an Kühlkörpern ausgehst, hast du auf jeden Fall eine relativ gute Ausleuchtung. Wenn du jetzt mit 5 Modulen meinst, also 5 einzelne Kühlkörper, sprich 5 einzelne davon, finde ich, die Ausleuchtung ist okay. Man sollte bei 55 cm Tiefe bei den LEDs, die wir einsetzen, grundsätzlich davon ausgehen, dass du nicht mit einer Reihe LEDs auskommst, also mit einem Balken, sondern da sollte man schon auf 2 bis 3 Reihen gehen, um eine flächige Ausleuchtung zu haben. 55 cm reichen 2, ist so gerade an der Kippe. Bei über 60 cm Tiefe würde ich definitiv zu 3 Reihen raten. Also ich baue gerade ein Becken auf von 2,50 m a 70 von der Grundfläche und da setzt man auch 3 Reihen ein, also 3 Balken hintereinander, um halt die flächige Ausleuchtung zu bekommen. Eine Reihe vorne, eine Reihe hinten, halte ich bei 55 cm für ausreichend, weil man den Abstrahlwinkel der LEDs betrachten muss in Verbindung mit den Reflektoren. Die liegen bei etwas über die 90 Grad. Und wenn man da mal den Satz des Pythagoras zu Hilfe zieht, kommt man zu einer flächigen Ausleuchtung. Also das würde theoretisch reichen. Ja, wie gesagt, der Plan mit den 600 Watt LEDs, wenn du die dimmst, ist überhaupt gar kein Problem. Zusätzlich T5 brauchst du meiner Meinung nach weder vom Spektrum noch von der Ausleuchtung her. Das sollte ohne Probleme funktionieren, dadurch, dass sie sich eben sehr, sehr gut überlappen. Kein Problem, Heiko. Gut, das war's dann. Mit diesen Worten verabschiede mich mit dann und ja, hoffe, wir lesen uns die Tage wieder beim NRW-Ref. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Ja, gute Nacht. Bis dann. Ciao.